Wir haben natürlich in Österreich, wenn wir den Vergleich der EU-Kandidaten uns ansehen mit unserem Spitzenkandidaten Harald Wilimski, einen der profiliertesten freiheitlichen Politiker auch, den wir hier als Österreich-Vertreter auch in die Wahl schicken und der ganz klar ja, für eine Reform der Europäischen Union eintritt, nach dem Motto weniger ist mehr, Substanz statt aufgeblähter Bürokratie. Und auf der anderen Seite haben wir Mitbewerber wie einen klassischen EU-Vertreter und Apparatschik wie Ottmar Karas, dessen Motto lautet Brüssel zuerst und der auch immer wieder unsere erfolgreiche Regierungsarbeit kritisiert und auch torpediert und da oder dort auch schlecht macht. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Problem, das ist das Problem unserer Mitbewerber. Wir haben bei der SPÖ einen Spitzenkandidaten mit Andreas Schieder, der in allen innerparteilichen Bereichen, wo er angetreten ist, eigentlich nur verloren hat, ob es die Wahl zum Wiener Bürgermeister war, ob es die Wahl zum Klubobmann im Parlament gewesen ist. Einer, der ja, ein politischer Loser ist, wenn man will, in der eigenen Partei und alle wesentlichen Ziele, die er erreichen wollte, nicht erreicht hat. Und dann hat man ihn halt sozusagen als Gnadenakt für die EU-Wahl nominiert.